You need to know that I'm a So, wieder hallo, willkommen zurück zu einer Ausgabe von Forza Horizon 4. Wir sind zurück und jetzt auch hier natürlich im Herbst angekommen. Und ich habe ja letzte Folge gesagt, wir wollen uns jetzt mal ein bisschen umschauen, vielleicht auch mal neue Autos kaufen. Und das können wir auch bei uns schön in unserem Heim, was wir hier nämlich gerade sind. Hier sind wir nämlich gerade schön bei uns zu Hause, bei unserem aktuellen ersten Gebäude, was wir haben, unserem ersten Haus, wo wir sind. Und ja, wir wollen uns aber wie gesagt ein neues Kfz kaufen, nämlich in der Automesse. Und es gibt auch natürlich wieder Upgrade-Helden. Willst du deinem Auto ein paar große Upgrades gönnen? Genau. Jedes Auto, das du hier siehst, kann eine individuelle Karosserie erhalten. Hier kannst du aus Schrott Gold machen. Genau, hier haben wir nämlich insbesondere Autos, die Whitebody-Kits und so dabei haben. Und die kann man sich hier raussuchen. Da gucken wir gerade mal kurz durch, was wir denn so alles dabei haben. Natürlich bei vielen ist auch einfach ein Rallye-Kit oder sowas. Also dementsprechend nichts mega krasses. Ich sehe gerade NSX, das dürfte Rocket Bunny sein. Lamborghinis haben wir natürlich auch wieder dabei. Neues immer ein 350Z und der R32 dürften dabei sein. Genau, 350Z hat nämlich jetzt auch ein Rocket Bunny und der R32 unten nämlich auch. Wir sehen ja sowieso, Nissan ist hier übelst viel vertreten. Ich bin fast überlegen, weil wir haben zwar nur einen Straßenrennen gerade Verfügung, aber ich hätte mega Bock auf einen R32 GTR Rocket Bunny. Muss ich wie gesagt. Oh, oh, fuck, der kostet eine halbe Million. Scheiße. So 911 GT2 wäre natürlich. Puh, shit, das wäre geil. Da habe ich schon. Das werden wir uns alles noch holen. Der Golf erst Upgrade hält. Ach, der GTI. What the fuck? Der Golf 2 auch? Warte mal, warte. Na, die. Boah, okay. Ich habe jetzt die Hoffnung, für den Golf 2 gibt es einen echten Rocket Bunny Kit. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier im Spiel ist, ist nicht so hoch. Also mich würde es nicht wundern, aber das wäre schon geil. Und bei dem weiß ich halt auch nicht. Haben die beide Rocket Bunny Kits drin? Weil für den Golf gibt es auch eins, aber für den GTI. Ich kaufe mir mal den Golf 2. Wir kaufen uns jetzt mal den Golf 2. Ich weiß, das ist jetzt nicht, sagen wir mal, so die krasseste Kiste, die ich jetzt erwartet habe, muss ich sagen. Ich denke mal nicht, dass ich jetzt erwarte, dass ich den Golf 2 mir hier kaufe. Aber da habe ich jetzt gerade Bock drauf. Wir gucken jetzt gleich nochmal ins Autohaus rein. Keine Sorge. Wir gehen jetzt gleich nochmal ins Autohaus rein. Und schauen wir mal, was so andere für Kfz geht. Ich gehe mal kurz mit euch durch die Autoliste durch, weil ihr wollt jetzt sicher sehen, was so alles drin ist. Was vollkommen verständlich ist. Dementsprechend werden wir natürlich gleich mal einen Blick reinwerfen. Aber mich interessiert ja erstmal, was beim Golf 2 Upgrade-Help-mäßig möglich ist. Weil da erwarte ich jetzt gerade ein bisschen was. Aber gesagt, wir gehen mal ganz kurz durch. So, wir gehen mal ganz kurz die Liste rein. Da könnt ihr euch ja mal kurz hier mal so einen kleinen Überblick verschaffen. Weil hier sind schon ein paar geile Kfz dabei. Muss man einfach mal sagen. Sind schon echt sehr, sehr geile viele Autos bei Grey. Alte RS6, super geil, dass der wieder drin ist. Dann haben wir sowas hier zum Beispiel sogar dabei. Also es ist schon, die Fahrzeugauswahl hier bei Forza Horizon 4 ist schon lecker. Also da kann man sagen, was man will, die ist schon verdammt lecker. Ja, mal ganz kurz hier mal ein bisschen flotter durch. Damit ihr mal so einen kleinen Überblick habt, was wir denn alles so drin haben. Auch Ferrari-Auswahl, da brauchen wir nicht nur reden. Die Ferrari-Auswahl ist auch, der neue Mustang hier auch sogar 2018er mit drin. Dann haben wir hier die Rallye-Bulli, die kosten alle ein bisschen Asche, aber die holen wir uns natürlich nach und nach alle noch. Ja, gotta catch them all. Dann haben wir hier die Formula Drift Fahrzeuge. Die sind natürlich alle kostenlos. Die können uns alle runterladen. Das Formula Drift Pack. Die werden wir uns, ich weiß nicht, diese Folge glaube ich nicht, aber nächste Folge werden wir uns die sicher mal anschauen. Einer der kommenden Folgen, weil ich da auf jeden Fall auch nochmal natürlich einen Blick reinwerfen möchte. Weil die mich genauso interessieren wie euch höchstwertig auch. Die ganzen Hoonigan Fahrzeuge haben wir auch mit dabei. Jaguar haben wir ein paar. Da haben wir hier eben die ersten James Bond Fahrzeuge sind hier alle dabei. Sogar das Citroën 2CV. Ja, werden wir uns auch noch alle anschauen. Also wir haben noch viele, viele Autos, die wir uns unbedingt mal angucken wollen. Das wird noch ein bisschen spaßig werden, wie ich sehe. Hier McLaren, auch eine riesige Auswahl. Da Mercedes, Unimog, Renntruck. Boah, Alter, die Liste ist halt echt riesig. Meine Fresse, Alter. Das ist halt echt gigantisch. Pagani, Peugeot, Porsche zum nimmer Hauf an Auswahl. Ist recht cool. Hier sowas sogar. Ein alter Renn-Porsche drin. Super geil. Reliant Robin wieder dabei. Megane war leider nicht in den neuen RS. Das ist ein bisschen wundert. Schade eigentlich. Hier war auch wieder gratis Autos. Die muss ich alle noch reinholen dann nach und nach. Alter Verwalter, ey. Die Autos war schon geil. Ist recht VW. Ich als VW-Fan bin halt erst recht mega freudig darüber, dass der richtige Golf 1 drin ist. Super geil. Aber wir haben ein bisschen Auswahl. So, jetzt bin ich erstmal gespannt, was wir beim Golf upgraden können. Weil, wie gesagt, ist ein Upgrade. Es gibt anscheinend ein Bodykit. Bin ich ja mal gespannt. Es gibt wirklich das Golf 2 Rocket Bunny Kit. Ich bin gerade ein bisschen happy, muss ich sagen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber dann gibt es für den Golf 7 sicher auch das Rocket Bunny. Da bin ich fast leid, den Golf 7 auch noch zu kaufen. Aber es gibt. Boah, es gibt Rocket Bunny Kit. Obwohl ich Stoßstange mit dem Plastik geiler finde. Aber es gibt. Ja, okay, wir bauen uns einen Rocket Bunny Golf 2. Damit habe ich jetzt persönlich null gerechnet. Muss ich wirklich sagen. Golf 2 Rocket Bunny war das letzte, was ich jetzt im Spiel erwartet hätte. Aber mega geil. Oh, ist das fett.
2,8 Liter V6. Komm, wir machen mal einen 2,8 Liter V6 rein. Ist das dann ein RB26 Motor? Das könnte, dürfte RB6. Oder gibt es einen VW irgendwo, was mit 2,8er V6 überlegt gerade? Das ist nämlich die Frage. Machen wir Single Turbo drauf. Komm, wir geben mal ein bisschen Geld für den Golf aus. So. Alter, Verwalter, hätte ich nicht mit gerechnet. Rocket Bunny hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Forza Spoiler kommt natürlich nicht mit drauf. So. Jetzt Felgen. Ich glaube, da wären sogar 1552 zum Teil mega sexy. Es reicht hier solche, so oldschool Rally-Style. Ja, komm, machen wir sowas drauf. Was ein bisschen oldschool, das passt ganz gut. Schöne 17er drauf. Oh doch, das gefällt mir geil, Alter, dass wir einen Rocket Bunny Golf drin haben. Ey, geil, geil, geil. Das feiere ich ja richtig hart. Wie gesagt, damit habe ich einfach null gerechnet. Ah, oh, ich bin gerade der glücklichste Junge auf Erden. Ich bin ja mega der Golf-Fan, ne? Ihr könnt ja denken, wie ich gerade innerlich am Eskalieren bin. Oh, ist das sexy. Oh, ist das geil. Das feiere ich ja mal richtig. Ich will gerade den Golf 7 auch noch zu kaufen. Aber wir machen jetzt erstmal den Golf 2. Wir fahren heute erstmal Golf 2. Golf 7 können wir uns immer noch anschauen. Aber das ist ja mal mega fett. Komm, da muss eigentlich auch ein Bügel rein. Eigentlich optisch nur wegen. Oh, das finde ich ja mal richtig geil, geil, geil. Super fett. Ich freue mir einen Ast ab. Ja, kostet ein bisschen Geld. 44.000 gehen wir gerade schon aus hier für unseren Golf. Ist egal. Bisschen was darf man ja mal machen. So, reicht auch von der Leistung. Wir müssen ja nicht übertreiben. Wir sind jetzt hier bei der A-Klasse voll ausgereizt. Ich denke mal, das reicht erstmal. Wir können ja noch mehr machen in Zukunft. Aber erstmal reicht das so. So, 52.000 nochmal ausgegeben für den Golf, fürs Golf 2 Tuning. Oh, ich bin echt verleiht, gerade den Golf 7 mir anzugucken. Nee. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Oder machen wir? Ja, dann haben wir zwei Golfs in einer Folge, ist ja lame. Nee, wir gucken uns den nochmal in einer anderen Folge an. Ich will die Karre erstmal umlackieren. Fuhrpark, da, Designs. Wo bin ich denn da? Designs und Lackierung. So. Ich hätte nämlich gerne. Ich überlege gerade, so ein Oldschool-Lila wäre geil. Auch wenn ich die Farbe auch mega geil finde. Boah, sieht halt schon fett aus. Jetzt mal keinen Scheiß, ist ja mega brutal geil. Ah, oh, ist das geil! Ja, dann wird der 7er eher mit Sicherheit das Rocket Bunny haben. Mit Sicherheit sogar. Dann wird das das Rocket Bunny Kit sein, weil für den 7er GTI gibt es auch eins. So ein Oskulila wäre voll geil am Golf. Ja, sowas. Oder? Ich überlege gerade, nehmen wir sowas oder eher so ein Blau-Grün, so ein Oldschool-mäßiges. Spezialfahren, warte mal. So einfach habe ich poliert. Matt, Metal Flakes. Ich überlege gerade echt, was wir machen. Ne, wir nehmen. Ah, ich überlege gerade, was für eine Oldschool-Farbe wir nehmen. Also so ein Blau-Grün geht halt auch im. Boah, das sieht geil. Ne, das nehmen wir. Ich mache mir für den noch ein richtig geiles Design. So, Felgen. Ja, die Frage ist, was fahren wir da jetzt? Was fahren wir da jetzt? Alu gebürstet, Stahl poliert. Also glänzend wäre halt auch geil, ne? Stahl gebürstet, Stahl halbglänzend. Wir machen mal Stahl halbglänzend, das ist ganz sexy. Und sonst parken wir das mal und dann würden wir sagen, gehen wir jetzt mal wieder raus. Wie gesagt, wir schauen uns auch noch andere Autos an, wir machen noch das Let's Play. Geht noch eine gute Weile, wir werden auch noch andere Autos tunen, aber dass ich für den Golf 2 GTI jetzt ein Breitbau-Kit habe, dafür bin ich der glücklichste Junge auf Erden. Dass der Golf 7R auch eins hat, deswegen mit dem werde ich mir auf jeden Fall auch geben. Alleine, weil ich wirklich denke, es ist auch Rocket Bunny, ist, also ich ultra feier bei den Golfs. Aber ich würde mal sagen, wir gehen mal raus. Ich bin gerade ein bisschen happy. Ich hätte mit dem Golf 2 Rocket Bunny nicht gerechnet. Alter. Mit dem V6 jetzt halt auch assi. Warte, guck mal, V6. Der R32 ist es nicht. Was ist denn 2,8 Liter V6 Sauger? Ich überlege, ich weiß nicht, woher ich den Motor kenne. Das ist mein Problem. Ich weiß nicht, ob der aus dem VW-Regal stammt. Ich will jetzt keine Scheiße labern, weil 2,8 Liter ist ja eigentlich RB6. 26, Quatsch, wieder RB8. Was sind 2, wo ist denn 2,8 Liter V6 drin? Ich überlege gerade, schreib es mir bitte mal in die Kommentare. Mir fällt gerade die Karre nicht ein. Mir fällt gerade echt nicht ein, in welcher Karre dieser Motor sein könnte. Ach schön, wir wollen das Haus hier noch angucken, das andere. Das können wir zwar nicht kaufen, aber wir können ja trotzdem mal vorbeischauen. Guck, da können wir eine schöne Tour mal heute machen. Machen wir eine schöne Tour hier. Rocket Bunny. Golf 2. Haben wir noch vorne drin. Wir müssen vielleicht mal auf Heck noch, auf Allrad noch umbauen. Soll ich nicht? Rechts abbiegen. Ich wollte. Genau. Okay, ich bin gerade der offiziell glücklichste Junge der Welt. Oh, ist das geil.
schön Rocket Bunny Golf 2. Das ist ja mal mega fett, oder? Ich glaube, ich bin gerade der Einzige, der hier gerade bei dem Video innerlich am Abgehen ist. Ich glaube, ich bin der Einzige von uns allen hier, der gerade richtig gerade abfeiert. Du hast einen Fähigkeitspunkt. Stimmt, Fähigkeitspunkt. Weasman haben wir ja auch noch. Mein Gott. Ach. Ah, so, wir haben. Das Auto gibt es hier einen Fähigkeitspunkt. Das ist geil. Die Wagen haben ja Fähigkeitspunkte. Alles klar, das mag getoss aus sein. Fähigkeitspunkte einsetzen, um Automeisterungen freizuschalten. Für jedes Auto gibt es ein Set aus einzigartigen Vorteilen und Boni. Du kannst deine Fähigkeitspunkte für jedes deiner Autos ausgeben. Okay, es mag kein tolles Auto sein, aber ist dein Auto. Erhalte fast sofort 1000 Einflusspunkte. Okay, nice. So, dann haben wir das nächste. Das ist ein niedriger Luftwiderstand. Ansonsten kann man den Wagen nicht verbessern. Und wir haben noch ein. Wir haben noch Wheelspins. 3 Stück haben wir sogar. Ja, dann machen wir doch direkt mal. Drehen wir mal ein bisschen am Rad hier gerade, oder? Komm, dann drehen wir mal ein bisschen am Rad. Schauen wir noch mal, was es Schönes zu gewinnen gibt. Werden wir uns dann gleich auf die Tour machen. Hooligan Bill. Ist der nicht eigentlich kostenlos sowieso? Egal, nehmen wir nochmal mit. So, nochmal drehen. Guck mal, was da Schönes gibt. Oh, MX5, nice. Ich hätte gerne irgendwie was, wie heißt was, Kleidungstechnisches. Das wäre ganz sexy. Ah, Schuhe. Braun-blaue Halbschuhe. Oh, wow. Geil. Darin wirst du echt scharf aussehen. Du kannst dich entweder hier auf dem Festivalgelände umziehen oder dafür nach Hause gehen. Ja, ich glaube nicht, dass ich das möchte. Das gefällt mir, ist ja super geil. Ich habe. Wow, das ist ja mega geil. Geschenke. Oh, wir haben 2 Super Wheelspins. Okay, wir haben auch Kleidung aber bekommen. Und wir haben 2 Super Wheelspins. Ja, drehen wir doch auch nochmal. Komm, dann nehmen wir jetzt mal ein bisschen mit hier. Schöne Folge. Dann warte erst, bis du das Horizon Super Los ausprobierst. Oh ja, M3. Selbes Prinzip, ja, geil. Aber du bekommst 3 Preise statt nur einem. Und die Chance, etwas Besonderes zu gewinnen, ist noch höher. M3 bekommen, bescheiden und neue Mütze. Ja, geil. Können wir uns ja nochmal ein bisschen einkleiden und ein bisschen abändern auf Dauer. Momentan gefällt mir mein Style aber. Obwohl weiße Gummistiefel, eine rosa Weste und Frau 160.000 auch nicht scheiße. Das reicht nur 60.000 gerade geil. Die hauen halt nochmal gut rein. So, ich würde sagen, wir fahren weiter. Wir sind gerade kurz durch den Mini durchgekommen. Großartige Neuigkeiten. Ich habe einen Fahrer für unser erstes Schaurennen gefunden. Ein Neuling. Muss ich noch beweisen, aber hochtalentiert. Enormes Potenzial. Wird das Rennen unvergesslich machen. Also, hast du jetzt Zeit? Ah, stimmt, wir haben das Schaurennen. Ich will da nicht hin. Nein, ich habe da noch keine Zeit für. Ach komm schon, kann man nicht. Warum muss das Spiel mir eigentlich immer alles vorgeben? Lass mich doch jetzt einfach mal zu dem Haus ballern. Mein Gott, so, da will ich hin. Super. Ja, wir haben gerade so viel Einfluss bekommen mit den ganzen Sachen, die wir gemacht haben, mit Autotune und allem drum und dran, dass wir jetzt gerade einfach schon mal die Fans zusammen haben, die wir eigentlich bräuchten für das Schaurennen. Das ging jetzt ziemlich flott. Aber ich will jetzt erstmal Golf 2 fahren. So, schöne Schaurennen machen wir noch. Ich will das alles nicht so hastig machen. Wir haben. Ah, ich hätte mal einen 6-Gang vielleicht einbauen sollen. Wir haben nur 5-Gang Original, naja. Ich will das nicht so hastig machen. Ich will ein bisschen Zeit lassen. Ich will das ein bisschen genießen. Rechts abbiegen. 200 Metern links abbiegen. Das ist einer von PeteSmeet. Also ich weiß, die sind gerade am Stream. Wir haben gerade während der Aufnahme kurz nach 3 nachmittags am Release-Tag. Okay, den kenne ich nicht. Aber warte mal, das ist zu sagen, Chris. Fährt hier noch einer von den Pete's rum? PeteSmeeti, Käse, Alter, krass. Hier fahren ja gerade wirklich die Leute von PeteSmeet rum bei mir. Ja, geil. Grüß dich. Also ich weiß nicht, von wem man WG3 den Stream sieht, aber... Ja, ich bin gerade bei... Das ist interessant. Stimmt, ja, das Horizon Live ist ja direkt aktiviert. Und jetzt sind gerade hier die Jungs von PeteSmeet mit auf dem Server unterwegs. Ist ja geil. Das ist interessant. Das feiere ich gerade ein bisschen hart. Das ist eine schöne Folge bislang. Wir haben ein paar Wheelspins gemacht, haben Golf 2 aufgebaut. Auf Rocket Bunny. Fahren mit dem Pete's rum. Kann man mal so machen. Ich fahre jetzt mal das Haus an, dann fahren wir mal hoch zum Schaurennen, weißt du das? Weil die sind nämlich gerade unterwegs. Ich möchte mir das mal angucken. Wer hier gerade Ford Transit unterwegs, der mir ja geschenkt bekommt. Und der Golf hat mega Hecklast, ist weg, weil ich kein Allrad habe. Fährt er sich leicht ein bisschen biestig. Dann müssen wir ja nochmal auf jeden Fall Allrad einbauen, nachträglich.
Wir müssen noch einfach sagen, dann kriegen wir schon Horizon Winter frei. Nice! Ich weiß nicht, ob ich das Showrenner noch machen kann, weil das wird nicht schön. Obwohl, das wird auch sicher im Winter funktionieren, aber dennoch. Das ist ja fett. Also das feiere ich gerade ein bisschen hart. Aber gerne nochmal in den Kommentaren schreiben, woraus der Motor stammen könnte. Wie gesagt, ich kann ihn gerade nicht zuordnen aus dem VW-Regal. Ich weiß nicht, ob der aus dem VW-Regal stammt. In 400 Metern scharf links abbiegen. Fährt sich halt unter Stau wie Sau, ne? Ich muss da dringend noch was scharf links abbiegen. Am Antrieb machen, weil Frontantrieb mit der Leistung ist halt kacke. Daran habe ich nur nicht gedacht beim Einbau so ein bisschen, das war das Problem. In 200 Metern links abbiegen. Wir wollen jetzt erstmal gucken, was wir theoretisch jetzt für ein Haus als VIP haben. Man müsste ja immer noch kaufen, aber man kann sich ja trotzdem schon mal die Immobilien anschauen, die interessant werden. Aber. Ach, ein Schild, das nehmen wir mit. Ja, scharf rechts, ich dreh mal kurz, das ist noch ein Schild. Oh, warte mal. Ich will den mal kurz den Stream crashen, das müssen wir mal ganz kurz machen. Nein, nein, du solltest ja in das Ding reinfahren, das war eine Bonustafel. Kiras Team hat sie hier. Na, guck mal hier, wer hier rumfährt. Sorry, dass ich gerade ein bisschen Fanboye, aber es muss jetzt mal sein. Glückwunsch, Leute! Oh, und übrigens, Alex, mein Bester, danke für die. Das muss jetzt gerade mal kurz sein. Man darf mal kurz Fanboyen. Das ist halt schon lustig. Muss man nachher in den Stream von denen reinschauen. Ah, komm schon, ist noch ein Schild. Dieses ganze natürliche Licht und die saubere Luft und kein Lärm. Sehr chaotische Folge heute. Ich entschuldige mich dafür ein bisschen, aber es ist vorzuweisen. Fahren wir mal kurz zum Haus rüber. In 400 Metern links abbiegen. Fahren wir mal kurz zum Haus rüber und schauen uns mal kurz da um. Ich feiere das gerade irgendwie ein bisschen. Also Horizon Live funktioniert ja echt gut. Also kein Scheiß. Falls ihr euch fragt, nein, ich habe keinen von denen in meiner Freundschaftsliste. Das ist einfach nur Horizon Live hat jetzt einfach mich auf deren selben Server geschmissen. Das ist halt interessant. Hier wäre das Haus. Das muss ich aber echt kaufen, ne? Du hast dein Ziel erreicht. Verkaufen. Lake Lodge. Bin mal gespannt. Kostet das wirklich 5 Millionen oder kriegt das als VIP kostenlos? Da ist es. Ein Haus gratis. Mit Garten und privatem Zugang zur Straße. Schön. Du kannst im Wohnzimmer sitzen und auf das stille Wasser blicken. Das heißt, falls ich nicht schon wieder einen gestrandeten Fahrer aus dem See fischen muss. Wir kriegen mehr Punkte, wir kriegen 5 Super Wii-Spin und ein Haus gratis. Auf VIP sein ist so schön. Ganz ehrlich, ich bin neidisch auf diesen Ausblick. Du kannst mir trotzdem den Papierkram überlassen. Glückwunsch. Mit dem Golf 2 davor ist das ja gerade mal richtig. Ja, bitte als neues Haus legen. Forza Vista mal kurz. Oh, ist das schön. Ach, guck dir das mal an hier. Das ist ja... Oh. Ja, ich weiß, der Golf 2 macht das meiste, aber es ist trotzdem... Das ist schön hier, das ist schön. Ja, ich fühle mich wohl hier. Warte, wenn wir gerade hier sind, dann können wir ja unseren Charakter gerade mal anpassen. Ihr merkt schon, heute werden wir nichts Sinnvolles machen mehr. Eine VIP-Pest. Ah, jetzt habe ich die VIP-Sachen auch frei. Oh, jetzt habe ich die VIP-Sachen frei. Warte, dann müsste ich natürlich auch die Jacke frei haben, ne? Okay, die kann man anziehen. Ich finde, das kann man tragen. Das kann man in meinem mit meinem Status tragen. Ja, absolut. Warte kurz. Ja. VIP-Halbschuhe. Obwohl, wir haben die Schuhe bekommen. Die sind auch schick. Komm, wir sind mal richtig schön Hipster. Wir sind mal ein richtiger Hipster heute. Ich finde, das steht mir auch. Ich kann Hipster sein. Oh, James-Bond-Anzüge gibt's. Das ist ja leicht geil. Egal, wir sind trotzdem mehr Hipster. Wir sind trotzdem lieber der Hipster. Ich bin lieber der Hipster, ich kann das. Emotionen habe ich vergessen anzupassen. Warte mal. Haben wir ja auch bekommen, noch eine. Würdevolles Winken. Warte, dann mach. Nee, warte mal her. Da würdevolles Winken kann man für den Sieg schon machen, finde ich. Man kann dann schon ein wenig mal Jakur zuwinken, den Fans, den Untergebenen. Schön. Da kam gerade mal selbst die Kotze hoch. So, aber wo ist denn das andere Rennen jetzt eigentlich? Ich wollte ja wenigstens ein. Ja, ich würde ja wenigstens gerne ein Rennen fahren, mal. Genau, das ist ja eh um Ecke. Komm, wisst ihr was? Das machen wir mal. Die machen höchstens gleich eh das, das hier, das Schaurennen. Das machen wir nächste Folge. Ich will das jetzt nicht so in die Folge noch reinquetschen. Horizon, Scott Tyler hier.
wir auf Base Arena mit einer Sondernachricht an den Fahrer, der gerade in die Lake Lodge gezogen ist. Ich hoffe, das Festival verliert dich nicht ans Segeln. Wenn du unbedingt aufs Wasser willst, dann bitte wenigstens mit einem Rennboot, mit einer riesigen Soundanlage, auf der du Tracks wie den Okay, Johnson ist auch dabei. Mein Gott, was ist hier los? Und wenn du wieder an Land willst, wir sind für schon wieder ein Schild. Alle Schilder mitnehmen. Einsammelwahn. Mann, ey. Fängt der Scheiß schon wieder an. Ich sehe das schon. Warte mal. Da hinten ist ja auch noch eins. Ah, verdammt. Ich habe das Schild übersehen. Jetzt kann ich nicht mal meinen eigenen inneren Sammeltypen vereinbaren. Warte, wir fahren mal kurz zurück. Ja, ich möchte diese Folge noch sinnloser und durcheinander machen. Und wir kommen. Jetzt mich verarschen. Die Mauer ist nicht kaputt, fahrbar. Ich bin enttäuscht von diesem Spiel. Nie wieder. Ich packe das nie wieder an. Das ist die letzte Folge. Komm, wir holen mal kurz das Schild da hinten noch mit. Weil der kriegt noch ein schönes Design. Ich muss mir noch überlegen, so schön Oldschool-Rally-Design wäre cool. Ach, Johnson möchte nicht mit uns spielen? Okay, dann nicht. Da vorne ist noch ein Schild unter der Brücke, schätze ich mal. Hoppala! Also wissen wir in Zukunft, wir fahren unter alle Brücken. Weil überall Schilder sind. Sehr gut. So, komm, wir müssen irgendwie so was wie Fortschritt erschaffen heute noch, wenn wir müssen mal ein Rennen noch fahren. Das nehmen wir jetzt noch mit. Aber das Horizon Live funktioniert hier echt gut. Also ich habe nirgendwo gedrückt, dass ich online gehen will, das automatisch. Du musst also abschalten, wenn du es nicht nutzen willst. Aber sieht das geil, weil die Rennen dürften immer noch mit KI sein. Gegenverkehr gibt es immer noch und die Autos, die rumfahren, sind halt echte Spieler. Damit habe ich eigentlich nicht kein Problem. Es sieht weniger Pannen aus als irgendwelche Driver da, die irgendwo hängen bleiben. Also ich nehme die Version hier, geht lieber. So, 2 Kilometer haben wir. Schön hier. Werden wir alles noch abfahren, wir werden auch noch ganz schön viele Autos. Ich merke schon, wir werden verdammt viel Zeit wieder mit diesem Spiel verbringen. Das ist dieses Forza-Problem, dieses Forza Horizon-Problem, dass man urplötzlich keine Freizeit mehr hat. Ich habe vor kurzem gefragt, ah, hast du Zeit heute und so. Ich so, erstmal gucken, wie weit ich mit Forza Horizon 4 fahre, spiele. Da mal gucken, ob ich noch Zeit für mehr Freizeit habt. Ach, ist das geil. Kein Scheiß. Also, Playground Games, ich liebe euch. Ihr seid die Besten, ich liebe euch. Habe ich schon erwähnt, dass ich euch liebe? Danke. Stimmt, wir haben noch 3 Super Wii Spins, ne? Aber noch ein Schild. Egal, wir fahren jetzt erstmal das Rennen. Hier wird der Startpunkt derselbe sein, hoffe ich. Ziel erreicht. Solo, Koop. Du kannst jedes Rennen im Koop- oder PvP-Modus fahren. Mit Fahrern, die du aus deiner Sitzung einlädst. Okay, das ist geil. Ne, wir machen Solo. Hallo, Lukas. Das machen wir ruhig Solo. Sehen wir uns mal die Horizon-Blaupausen an. Damit habe ich unseren alten Festival-Boss in Australien rumspielen lassen. Aber der ist nicht hier und so muss ich schauen, ob es ein frisches Blaupausentalent gibt. Der alte Boss. Ah, danke schön. Ja, danke schön. Ah, ne, das war mal ne. Da mache ich mir meine eigene. Mache ich eine eigene Veranstaltung, weil ich will ja Golf fahren. Mit Blaupausen legst du den Ort, die Art und die Geschwindigkeit fest. Okay. Jetzt erstmal zu den Autos. Jede Blaupause braucht ein Autothema. Mhm. Diese werden von den Technikern bei der Automesse kuratiert, um für einen interessanten Wettbewerb zu sorgen. Mhm. Wenn dir etwas nicht gefällt, kannst du sogar etwas Eigenes erstellen. Mhm. Was haben wir denn? Also das sind alle passend zum aktuellen Auto. Nehmen wir noch Retro Hot Hatch, das passt ganz gut. Jetzt legst du die Autoklasse fest. Nee, offen nicht. Langsam, schnell, wir nehmen kleine A. oder große Motoren. Oder du baust auf grenzenlose Freiheit und lässt sie offen. Nee, wir machen ruhig A, weil dann kann ich noch wissen, Golf fahren. Noch ein letzter Touch. Dann geben wir deiner Blaupause einen Namen und veröffentlichen sie. So, haben wir. Glückwunsch zu deiner ersten Blaupausenveranstaltung. Danke. Und die Ehre, die Strecke als erster zu befahren, geht an dich. Zeig allen, wie es geht. Höchstens will ich nicht allen zeigen, wie es geht, weil mein Golf 2, wie gesagt, viel zu viel Leistung hat. Und das Problem, ja, dass er eben untersteuert, wie Sau, dank Vordertrieb. Wir müssen auf jeden Fall noch Allrad einbauen, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, dringend. Aber der Rest ist ganz geil. So, wollen wir mal. Lest noch mal irgendwie was Fortschritt. Wir haben heute nichts Fortschritttechnisches gemacht, muss ich das mal geben, Alter. Egal, dafür ist vorzuweisen gut. Wir haben ja noch genug Spielzeit für sinnvollen Content. So, das
ich nicht. Ich wollte nicht gut gefahren machen, ich wollte Musik wechseln. Für Blockparty. Oh, schöner Golf 3 VR6. Ah, was? 2,6 sind halt VR6, 2,6er? Das könnte ja aus dem Golf 3 sein. Ja, 2,6. Wie hat der? Ich glaube 2,6, oder? Kann das sein? Ist der VR6 hat der 2,6? Könnte sein, ne? 6 Zylinder. Ja, könnte sein, dass es der VR6 Motor sogar ist. Okay, dann könnte es daran liegen. Mittlerweile habt ihr sicher eh schon in die Kommentare geschrieben, aber könnte sein, dass der, genau, dass der aus dem Golf 3 ist, beziehungsweise aus dem Corrado. Weil ich hatte halt VR6 die ganze Zeit im Kopf und da fällt mir halt nur der R32 an, der hat 3,2. Aber das könnte stimmen, das könnte der alte VR6 sein. Gar nicht im Kopf gehabt, das Ding. Aber das könnte dann durchaus sein, das liegt vom Klangbild haut ganz gut hin. Und es ist ein Sauger. Ja, das wird das sein, ja, ja. Okay, ihr habt es mal in die Kommentare geschrieben, aber ich habe selbst noch am Ende gelöst. Das war, glaube ich, sicherlich die Straße immer noch falsch. Wäre super. Das wäre brillant. Aber so schlecht ist der Golf 3, Golf 2 gar nicht. Der geht gut. Rapper. Sobald man damit klarkommt, dass er halt gerne mal ein bisschen das Schieben anfängt, kann man ihn ganz gut fahren. Der Gute ist halt, ich habe Rennreifen drauf, dementsprechend entwickelt das Ding relativ schnell ein bisschen ins Grip. Ich bin ja der größte Hipster überhaupt beim Steuer. Oh, fuck it. Aua, aua, aua. Gewinn das, ey, der Golf 2 ist gar nicht so schlecht. Wie gesagt, der Vollantrieb, dagegen mache ich noch was. Aber muss ja sagen, dass wir in der Klasse halt dafür relativ gut sind. Und Getriebe kommt noch rein, weil, dass wir keinen sechsten Gang haben, ist Softspeed technisch leicht schwierig. Wir rennen hier bei 250 halt irgendwann den Begrenzer. Ja, bei 260 ungefähr, ja. Egal, für die Kurven hier reicht's. Hoppa, Hinterachse wird leicht. Aber hey, da holen wir hier entspannt den Sieg. Das Ding ist schon sexy geworden. Muss mir einfach vorher selber loben. Warte. Boah, sieht auch. Oh, geil. Sexy. Ja, hol dich mir. Ich hab meinen Sieg. Ich hab ganz schön viel Geld, merke ich jetzt schon. Fans. Oh Gott. Ich hab neue Meme, die Bäckerfaust, wie geil, der ist wirklich Bäckerfaust, ihr seid ja komplett bescheuert. Von Boris Becker, deswegen die Bäckerfaust, ist das geil. Bitte, sie haben auch noch den Vettelfinger, das wäre so hart geil. Ihr sollt den Vettelfinger noch haben und mich zufrieden. Ich sollte wohl erwähnen, dass wir herausfinden wollen, wer der beste Straßenrennfahrer hier bei Horizon ist. Oh Gott, ganz also viele. Qualifizieren sich die Schnellsten nach jeder Runde. Der Rest wird eliminiert. Willkommen in eliminiert, Runde ausgeschaltet, degradiert, weg mit dem. Ich erkläre dir mal, wie es läuft. Wir sind nicht Teil des Festivals, also haben wir unsere eigenen Regeln. Die besten Fahrer kommen weiter, der Rest fliegt. So läuft das in der Horizon-Straßenszene. Okay. Tja, also, irgendwelche Einwände? Vielleicht ein bisschen netter und nicht so aggressiv erklären. Okay, ich sammle noch Schild ein, dann fahren wir nächstes Mal mal mit das hier. Und dann gucken wir, wo wir weitermachen. Jetzt können wir nicht auch noch Edinburgh, da gibt es nämlich Straßen. Oh mein Gott, es gibt... Oh, das hat sich bei Forza Horizon 4 halt, bei Forza Horizon immer. Du wirst erschlagen mit Sachen so. Du kannst Sachen machen. Alles! Nein, ich mag ein bisschen Grenzen haben. Oh Gott. Hoppala. Da ist noch ein Schild wieder unter der Brücke. Spielen irgendwie echt Bedürfnisse, alles um die Brücke. Oh, die Karre säuft mir gerade nicht ab. Hat geklappt. Ich krieg den Golf 2 auch hier irgendwie wieder rausgerettet. Meine Rückleuchten laufen voll. Sieht nicht richtig aus. Alles gut. So, aber ich würde erstmal sagen, ich bin erstmal raus für diese heutige Folge, für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da. Und dann sehen wir uns in der kommenden Folge wieder. Wir haben Wheelspins, die drehen wir nächstes Mal auch noch. Bis dann. Tschö.